So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator. Ja, also ich habe jetzt mal J-Downloader beendet. Ne? Das ist ja so eine Anwendung, die ja auf Java basiert. Vielleicht braucht die einfach. Keine Ahnung, aber ich glaube, die lief letztens auch im Hintergrund mit. Und sonst selbst eigentlich gar nichts. Also, ja, liegt wahrscheinlich wirklich an dem Update von dem Spiel selber, dass es so stockert. Aber mir ist aufgefallen, in der Aufnahme sieht zum Glück gar nicht so schlimm aus. Hoffen wir mal das Beste. So. Bidum. So, weiter geht's. Wir sind immer noch nur Level 13. Ich muss ein bisschen was trinken. Mein schöner Multivitaminsaft hier. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, wir fahren. Nee, Auftrag. Aufträge? Nein, Schnellaufträge. So, wollen wir mal gucken. Was bist du? Du bist Renault, Nick in Box, Scania. Okay, das klingt gut. Ah, da oben. Sehr schön. Mal woanders. Das klingt doch schon mal nach einer fahrbaren Strecke. DAF. Oh, nee, 60 Tonnen. Das ist viel zu schwach für. Der, wo fährt der lang? Der fährt auch da oben lang. Das wäre also auch eine Alternative. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir fahren mit dem Scania. Das gibt erstens mehr Geld. Und zweitens ist es auch einfach schöner. Ne? Nach Volvo ist ja Scania so die Firma, mit der ich am ehesten mich fortpflanzen würde. Was? So, wir haben ein Kistchen haben wir oben drauf. Ha? Quasi ein Päcklein. Im Spiel sieht das viel größer aus. Okay. Es gibt auch, stimmt, siehst du, es gibt auch neue Aufleger, ne? Ich habe auch gesehen, es gibt so ein, oder war das nur beim American Truck Simulator? Nee, es gibt diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Diese Flachauflieger, die aber zweistufig sind. Die gibt es jetzt wohl auch. Können wir mal nachgucken. Ja. Fahrzeugbrowser, Auflieger. Da. Ah, nee, können wir gar nicht sehen. Müssen wir Aufliegerhändler. So. Da gibt es jetzt wohl. Mal gucken, ob ich die hier sehe. Genau, die hier. Die gibt es jetzt. Die sind wohl auch neu hinzugekommen. Habe ich zwar jetzt nicht drauf geachtet beim letzten Mal, aber ja, auf jeden Fall sollen sie jetzt wohl auch neu dazugekommen sein. Ja. Ist mir auch nochmal so eingefallen. So, wie sieht unser LKW eigentlich aus? Oh, doch, kann man schon, kann man schon, kann man schon. Ne? Sieht jetzt nicht so schlecht aus. So, dann machen wir erstmal hier unser, ne? Blinkelicht an. Sehr geil. Auf geht's. Wir fahren endlich wieder am Tage. Da hinten ist schon wieder die Meute unterwegs. Was mit denen los? Der rechte Typ mit dem weißen Helm, mit dem gelben Helm, der langweilt sich auch schon wieder zu Tode. Ja, erstmal die Beine vertreten. Ja, oh, schöner rechter Fuß. Oh ja. Oh, und linke auch. Ja. Ja, okay. Oh, schön, schön, schön. Gucken wir mal noch mal. Also jetzt ist der rechte Fuß immer noch schön. Ja, und der linke, ja, der ist auch noch schön. Okay. Aber schönes Haus da. Oh. Wie sehen meine Schuhe eigentlich jetzt aus? Mal gucken. Ja, der rechte Fuß, der ist schön. Und der linke Fuß kontrolliert. Ja, auch noch schön. Sehr geil. Okay, komm. So, mal ein bisschen ausschwenken hier. Platz haben wir ja noch. So. Schwuppdiups. Und wir müssen nach links. Ich sehe Biegen nach mein links. Spiegel gar nicht. Okay. Ich hätte erstmal noch meinen Fahrersitz hier einstellen müssen. Wir sehen ja im linken Spiegel sehen wir ja gar nichts. Was denn da los? Sorry, Leute, ich muss nochmal hier die Straße blockieren. So. Sitz einstellen, Spiegel einstellen, erstmal Sitz einstellen. Wir müssen ganz weit nach hinten.
Oder wir machen mal lieber die Sichtweite. Die habe ich aber auf 80%. So, ja. Jetzt kommen wir noch bis nach hinten. Wobei, nö, würde ich eigentlich so lassen. So, das war das. Spiegel einstellen. Können wir auch mal machen. So, links. Machen wir mal erstmal hier. So, wie sich das gehört. Ich meine, im echten würde man seine Spiegel natürlich nicht so einstellen. Achso, bin ich wieder beim falschen Spiegel. Die 4, da. Weil ich meine, das, warum ich die Spiegel so einstelle, wie ich sie einstelle, liegt ja ausschließlich daran, dass wir hier ein Computerspiel spielen, wo die Kamera fix ist. Das heißt, mein Blickwinkel zur Kamera ist auch starr. Ja, weil wenn ich jetzt so einstelle, dass ich den LKW gerade so nicht sehe, würde das halt im Echten keinen Sinn machen, weil im Echten bewegst du ja den Kopf ab und zu. Ja, das heißt, damit kontrollierst du ja, was du siehst. Das kann ich hier natürlich im Spiel jetzt nicht machen. Und dementsprechend stelle ich den Spiegel immer so ein, dass es das für mich am günstigsten ist, weil mein Kopf ist halt starr. So, wollen wir mal wieder losfahren hier? Let's go. Dürfen wir? Okay. Wo genau fahren wir jetzt eigentlich lang? Wir fahren. Oh ja. Ganz schön viele in den Straßen. Oha. Okay, geil. Geil. Endlich mal wieder ein bisschen etwas Aufwendigeres. Oh, da vorne gleich Doppelkurve hier. Wobei so scharf sieht die eigentlich gar nicht aus. Ja gut, wenn du jetzt hier mit 80 lang bretterst, obwohl. Selbst mit 80 wäre es hier wahrscheinlich kein Problem. Weiß ich nicht. Immer geradeaus. So. Patricia. Oder wie ich das denke, der hieß. Dem, die. Aber fliegt das Auto da? Die Schatten unter dem Auto sahen gerade so aus, als wenn das Auto fliegen würde. Aber immer noch so ein bisschen. Naja. Naja. Ab auf der Autobahn. Da will wir links Immer eine überholen. geradeaus. Was sind hier für Straße, für schwarze Streifen auf der Fahrbahn? Sieht ja aus wie so eine Kackspur hier. Alter, was ist denn hier los? Die sind da überall. Sie greifen an, oh mein Gott. Oh, links wieder so ein schöner Polizeiwagen mitten im Weg. Danke dafür. Weißt du, die Polizeiwagen könnt ihr wenigstens so parken, dass sie bündig mit der Leitplanke sind. Ha? Ich meine, die sind doch eh dafür da, die andere Fahrbahn zu sperren. Wenn sie da sind, um die andere Fahrbahn zu sperren, dann können sie sich doch auch in die andere Fahrbahn reinstellen. Und nicht bei uns in die Fahrbahn reinstellen. Also, ist ja. Schlimm. So, da vorne wird's interessant, sag ich mal. Ja. Da kommen ein paar schöne Kurven. Bin ich aber gespannt, wie wir da uns da durchwimmeln. Ah, wie so ein Wimmelbildspiel. Ach, das waren gute Zeiten. So eine Spiele gibt es heutzutage ja gar nicht mehr. Leider. Naja, was soll's. Dafür gab's damals keinen Euro Truck Simulator. So ändern sich halt die Zeiten. So, ist erstmal schöne Baustelle. Nice. Ach, die bauen auch eine Autobahn. Okay. Sehr interessant. Gut, gut. Okay.
So, hier ist jetzt. Ja, wobei so eng sieht es gar nicht aus. Hoffentlich kommt aber kein Gegenverkehr, weil dann werden wir aufgeschmissen. Oh, und unser LKW ist auch gerade schon aufgeschmissen. Ja. Eieiei, 24. Oh, 25. Okay, wird wieder schneller. Ah, okay, er kriegt wieder. So, da nochmal so eine enge Kurve. Oh, ist der Hüder aus hier. Easy. Ha! Es war ja ein Klacks, war das ja. Gut, auch wenn unser LKW gerade am Sterben liegt, im Sterben liegt, aber hey. Ich stehe die ganze Zeit auf dem Gas und der erreicht trotzdem gerade mal so um die maximal 30 km/h. Heieiei. Und da wären wir schon 730 PS. Da merkt man mal, wie schwer Gewichte sind. Ja? Darf man nicht vergessen, ne? Ein Kilogramm wiegt immerhin ein Kilogramm. Das ist schon. Ich meine, gut, wenn wir jetzt auf dem Mond wären, dann wäre es vielleicht was anderes. Ne? Da wiegt ein Kilogramm nur noch so 300 Gramm oder sowas, keine Ahnung, aber hier auf der Erde. Deswegen bin ich ja der Meinung, ja, man müsste so die Schwerlandstransporte auf den Mond auslagern. Ja? Erstmal schön mit einem, weiß nicht, irgendwie Space Shuttle erstmal schon auf dem Mond landen, da dann die Strecke abfahren und dann wieder auf die Erde zurückfliegen zum Ziel und dann ist man direkt da. Also, das wäre ein Klacks. Und ja, ich weiß, die Hater würden jetzt sagen, okay, da könnte man dann mit dem Space Shuttle direkt zum Ziel fliegen, aber nee, so einfach ist das nicht, meine Lieben. Das funktioniert so nicht, so funktioniert Physik nicht. Ach ja. So, hier beschleunigen wir wieder schön. Ist ja auch klar, hier können wir wieder kleine Kinder überfahren, ne? Schön in der Stadt hier mit 70 km/h. Geil. Oh, die geht jetzt bergab. Ja. Aber weil so viel an Fahrt aufnehmen, tun wir gar nicht. Weil der Auflieger zum Glück so extrem bremst. Mit seinen 20.000 Rädern. Aber hier auf gerade Strecke jetzt schon ganz schön. Okay. Wie der halt immer nach links zieht, wenn Gegenverkehr kommt, Alter. Immer so schön, ey. Immer Platz da, ey, wo komme ich? Aber. Oh, hier geht's auch wieder bergab. Das ist aber eine schöne Landschaft hier, ne? Gerade wieder vor uns, ne? Ist schon nicht schlecht. Da so. Man kann schon echt machen. Nice. Route neu berechnen. Was war das gerade? Wo bin ich? Okay. Ja klar. Die Fracht hat natürlich wieder gar keinen Schaden bekommen. Warum auch? Weil nicht so, wie als wenn die gerade irgendwie auf eine Leitplanke drauf gelegen hätte oder so. Nee. Liegen wir noch auf der Leitplanke auf? Ja.
Upp, jetzt nicht mehr. Was? Ist sie gerade seitlich runtergerutscht? Hä? Digga, was da los? Aber Nackholm. Okay. Ja. Let's go. Würde ich mal sagen. Nichts passiert. Wollt ihr jetzt hier echt hier an mir vorbei? Wollt ihr mich verarschen? Ja, gut. Achso, erstmal wieder Dinge wegmachen. Erstmal so und dann so. Wow. Erste, man darf nicht auf die Landschaft achten. Sollte man auf die Landschaft achten, bei so einer engen Brücke, bist du gefickt. Als ob ich zu schnell fahre. Aber wirklich langsamer werden wir auch nicht hier, ne? Geht's immer noch bergab oder was? Ja. Ich wollte nicht die Handbremse reinmachen, ich wollte den Tempomat reinmachen. Das da. Ist er jetzt drin? Sollte. Wobei es der Tempomat eh nicht so viel bringt, weil es geht ja jetzt gerade hier bergab, ne? So, von der Kurve, kurvenreiche Gebiet. So. Oh, guck mal hier. Diese weißen Lampen, die blinken. Willst du das richtig verstehen? Normalerweise blinken um die roten ja abwechselnd, ne? Also erst links, dann rechts, ne? Und wir haben aber jetzt mit dem, keine Ahnung, mit dem Fahrdienstleiter oder mit dem Stellenwerkwart oder wie auch immer man die Person da bezeichnet, haben wir jetzt aber eine Sondergenehmigung. Das heißt, während wir hier rüberfahren, dürfen tatsächlich keine Züge fahren. Und dementsprechend haben wir auch das weißblinkende Signal, weil wir jetzt tatsächlich Vorfahrt haben. Ne, normalerweise ist es ja bei Bahnübergängen so, die Züge haben generell Vorfahrt. Egal, was passiert, selbst wenn der Präsident dort langfährt, ne, wobei der kriegt vielleicht auch eine Sondergenehmigung, keine Ahnung, aber selbst wenn da jetzt irgendein was auch immer langfährt, Züge haben generell Vorfahrt. Wenn die Strecke runtergeht, musst du warten. Ne? Auch wenn der Krankenwagen langfährt, der gerade die Sirene anhat, geht nicht. Oder Polizei, oder wie es der Geier war. Keine Chance. Aber wenn man sich halt anmeldet und die Züge dann halt, ne, also man so eine Sondergenehmigung bekommt, dann blinkt halt das weiße Licht. Und dann weißt du ganz genau, okay, ich kann einfach weiterfahren, weil nicht das Risiko besteht, dass auf einmal die Schranken runtergehen. Ne? Ist schon ganz geil. Nice. Demnächst links abbiegen. So. Biege nach links ab. Die Polizisten am Rückspiegel, die essen gar keine Donuts. Voll unrealistisch. Demnächst rechts abbiegen. Ey, mir ist halt auch mal aufgefallen, ne? Wenn ich jetzt so hier so diese Fahrerkabine angucke, ne? Jetzt mit meinem 4K. Oh, das war ja. Aber das, das war ja schon eng gelenkt. Wie man halt hier sogar bei den MRL, bei den Scania-LKWs im Lenkrad diese fucking Naht sieht, ne? Womit das Leder da zusammengebunden ist, diese rote Naht, die man da sieht. Wie detailreich man die halt sieht. Das ist halt, boah. Das ist mir damals so mit Full HD, ja, überhaupt nicht aufgefallen. Aber jetzt mit 4K, es sieht halt so arschgeil genial aus. Das ist schon krass. Ja, früher musst du es wirklich immer so spielen, damit du dir die Naht bewundern kannst. Aber jetzt mit 4K siehst du auch so schon die Naht perfekt. Das ist schon echt geil. Ja, ich stehe übrigens wieder auf dem Gas. Wir schaffen trotzdem nur 30. Ist halt so. Ja, wir haben ein bisschen Fracht auf dem Gepäckträger.
Heieiei. So, sehr gut. Frei beim Marzipan. Schön schwunkeln hier für den Berg. Also ansonsten kommen wir hier den Berg gar nicht hoch. Ja, wahrscheinlich schon. Ich schätze mal, im ersten Gang kommen wir eigentlich schon fast alles hoch. Also vor allen Dingen im ersten Klettergang. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der LKW einen Klettergang hat, aber eigentlich müssten es die ganz großen mit 700 PS und aufwärts eigentlich schon haben. Sonst wären sie für diesen Job nicht geeignet. Ne? So, wieder schön kurvenreich hier alles. Sehr geil. Oh, Alter, da vorne die ganzen Bäume, ey. Sieht das nice aus mit dem Berg da. Not bad, not bad. Kann man echt schon so machen, ne? Sollte ihm vielleicht auch gar nicht so sehr auffahren, wenn er da schon wieder seine komischen Bremsmanöver da macht. Dann liege ich ihm direkt auf dem Schoß. So gerne wie die einfach mal random bremsen. Um zu testen, ob ich noch wach bin, natürlich nur, ne? Alles für mein Wohl. Was? Achso. War schon wieder 12 Uhr, ne? Schon wieder meine Rate bezahlt hier. Kackratenzahlung, ey. So. Links halten und dann links abbiegen. Wenn du meinst. Biege nach links ab. So, mal gucken, ob wir hier günstig rumkommen. Doch, sieht alles gut aus. Alles easy. Haben wir mehr zu dem Platz hier. Außer der Bus wollte sich gerade vorbeidrängeln. Also der hätte ich, wenn der jetzt nicht stehen geblieben wäre, der Bus rechts von uns, ne? Dann hätte ich dem sowas von die Reifen geklaut. Keine Ahnung. Banska Bystrica. Okay. Interessanter Name. Den Namen haben die sich doch selbst ausgedacht, oder? So kann doch keiner heißen. So. Oh mein Gott, wir haben Rot. Nein. Links halten und dann links abbiegen. Müsste der Polizeiwagen nicht eigentlich bei der anderen Spur stehen, da wo die losfahren wollen? Biege nach links. Was war mit dem gerade los? Oha, okay, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, easy. Easy peasy. Rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Ja. Warum bleibt immer vor der Einfahrt stehen? Was macht der denn jetzt? Junge, da will ich hin. Fahr weg da. Was ein Opfer. Es ist vorbei. Vorbei ist, wenn ich sage, dass es vorbei ist. Wir müssen noch da. Gott, Alter, was für eine enge Kurve hier. Schaffe ich das überhaupt? Ah, irgendwie schon. Der Hänger lenkt das zum Glück gegen. Von daher. Easy. Ja, okay, ein bisschen muss noch. Ja, nice so. Krass. So, ausgezeichnet. Sag ich auch immer. Das war ein Armutszeugnis. So. Schnellaufträge. Wir fahren schon wieder da oben. Waren wir da nicht gerade eben? DAF. Für 60 Tonnen, Alter. Ich kann nicht klicken. Klick doch mal. Hä?
Was war das gerade? Du solltest das Ding nicht starten, du solltest es markieren. Bist du dumm? Oh, ein schöner Wagen. Ja, das, wow. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Jetzt markiert er sie. Verstehe ich nicht. Wir hatten ja die, naja. So, eigentlich wollte ich eher den hier nehmen, ne? Ja gut, ich habe ja gerade gespeichert, kann ich also neu laden. Haha. Wobei, siehst du, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal gucken, wie es eigentlich das aussieht hier mit dem Absinken und Anheben. Also erstmal vorne hoch. Geht das natürlich nicht, bin ich schon oben. Vorne runter. Geht auch nicht. Achso. Ah, der Motor ist noch gar nicht an. Jetzt macht das natürlich schon mehr Sinn. So, jetzt müsste es funktionieren. Oh, okay, hoch geht auch. So, jetzt können wir tiefer gelegt rumfahren. So, ab so können wir durch die Steppe fahren. Ja, schöner Federweg. Und so können wir schön durch die Innenstadt kurven mit 380 km/h. Ja, wobei, wenn man jetzt auf die Aerodynamik achten würde, dann würde man ja vorne runter gehen und hinten hoch gehen. Also ungefähr so hier. Ja, und für die keinen Plan von Physik haben, ich meine, bei unserem LKW macht es keinen Sinn. Aber bei so einem flachen Sportwagen, die sind ja unten quasi planar. Also, ne, eine aerodynamisch gesehen, unten einfach eine Platte. Und damit hast du den Effekt, wenn er hinten hoch geht, und du dann halt sehr, relativ schnell fährst, dann erzeugst du nach hinten hin ein Vakuum. Und, ne, weil er die Luft nicht ausdehnen möchte, weil ja das Volumen nach hinten hin größer wird. Und dementsprechend wird zum einen natürlich Luft von Seite rangesaugt, aber vor allen Dingen wird der Wagen nach unten gezogen. Und damit halt, ne, die Haftung erhöht. Der Anpressdruck. Quasi. Wir laden mal vorher nochmal den Spielstand, weil mit dem Wagen würde ich jetzt nicht rumfahren. A, sieht er hässlich aus. Und B, ist er auch hässlich. Eigentlich habe ich gerade davor erst gespeichert. Wenn das Spiel eigentlich mag. So. Muss ich jetzt mal abkuppeln? Ja. Okay. Let's go. So, jetzt. Da. Und wir wollen den hier nehmen. Der sieht interessanter aus. Der bringt gerade mal 6000 leider. Was hast du nur für Werte? 500 PS für 55 Tonnen. Ist eigentlich schon. Ich meine, letztendlich, wir können ja eh nur 60 fahren. Also, wir dürfen eh nur 60 fahren. Sagen wir es mal so. Vielleicht wäre denn das hier doch gar nicht mal so schlecht. Weißt du was? Wir machen es einfach mal, ja? Dann haben wir auch mal einen Renault gefahren. Ich weiß nicht, wie man diese Firma ausspricht. Den Renault. Ausprobiert. Mal gucken, wie der sich so macht bei Schwerlasttransporten. Auch wenn ich jetzt nicht so überzeugt bin, dass der. Aber wie gesagt, ne, mehr als 60 können wir eh nicht. Einzige, wo wir halt Probleme haben könnten, ist halt bei Bergaufstrecken. Ne? Also so Auffahrten oder vielmehr Abfahrten. Bei Abfahrten oder halt bei bergigen Gebieten. Da könnte man schon heftig Probleme bekommen. Mit 550 PS gerade mal, bei 55 Tonnen, ist schon eine Hausnummer. Also, weiß ich nicht. Ja. Bin ich mal gespannt. So. Mit dem Ding, was wir hinten drauf haben, mit dem würde ich mal lieber gerne fahren. Das Ding, das wird Spaß machen hier, Alter. So, dann speichern wir mal. Und dann war's das für diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, Renault fahren. Ist das Renault? Renault? Ja. Naja, okay. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann nächste Folge mit dem Katastrophen-LKW wieder.